Hallo Leute, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, dann tut es mir leid. Ich habe heute Morgen einen kleinen Allergieanfall gehabt und bin deswegen noch ein bisschen verschnupft. Ich habe in letzter Zeit auf Instagram relativ viele Nachrichten bekommen und ich freue mich total, dass unsere kleine Community wächst. Also wir sind inzwischen über 300 Leute und ich bin total glücklich, dass so viele Leute interessiert sind an dem, was ich zu erzählen habe, und ich hoffe wirklich, dass alles, was ich hier mache, auch wirklich hilfreich ist für euch. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Becky. Ich studiere in Heidelberg an der Uni Heidelberg und studiere molekulare Biotechnologie gerade im Master und habe hier auch meinen gleichnamigen Bachelor gemacht und bin einfach super dankbar, dass so von euch das mitnehmen können, und genau dafür ist es da, dass es euch was bringt und ich euch was mit auf den Weg geben kann. Ich habe jetzt auf Instagram ganz viele Nachrichten zu dem Thema Studieren in Heidelberg, Studieren an der Uni Heidelberg bekommen und vor allem, wie mein Studium war speziell. Ich würde deswegen ganz gerne mal darauf eingehen, wie es ist, hier zu studieren, sowohl auf der Seite der Stadt, also wie es ist, in Heidelberg zu studieren und wie die Stadt so ist, und andererseits auch, wie es ist, an der Uni Heidelberg zu studieren, weil das vielleicht einige von euch interessieren. Heidelberg selbst ist nicht so groß. Also es kommt auf die Perspektive an, wer hier zuzieht. Also Leute, die eher aus ländlicheren Gebieten kommen oder aus wirklichen kleineren Städten, die finden Heidelberg meistens ziemlich toll, weil Heidelberg hat 150.000 Einwohner und 36.000 davon sind Studenten. Und es gibt im Prinzip zwei Campi. Also es gibt einen Campus hier in der Altstadt und es gibt einen Campus im sogenannten Neuenheimer Feld, was ein bisschen weiter weg ist, aber nur so eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Und im Neuenheimer Feld sind die ganzen Naturwissenschaften, während die Geisteswissenschaften hier in der Altstadt sind. Und dadurch, dass die Uni an zwei verschiedenen Orten ist, bedeutet das auch manchmal, dass man nicht so viele Leute kennenlernt zwischen den Fächern. Aber das Schöne ist, dass eben die Uni über die Stadt verteilt ist und dadurch auch das Stadtbild sehr jung ist. Also man hat wirklich viele Leute, man hat viele Initiativen, man kann sich in vielen Sachen engagieren. Es gibt einfach sehr viel zu tun, auch wenn die Stadt sehr klein ist. Also ich glaube, vergleichbare Kleinstädte, die nicht so eine große Uni haben, würden sich nicht so verhalten. Also hätten eine ganz andere Art. Wer allerdings aus einer Stadt wie Frankfurt kommt oder vielleicht auch Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, für den ist die Stadt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr klein. Und vor allem auch das Weggehangebot ist jetzt nicht das allerkrassbeste. Also wir haben hier halt eine Straße, die untere Straße, und da sind sehr, sehr viele Bars und auch viele Clubs. Aber es ist mitten in der Altstadt und viele Anwohner sind nicht sonderlich glücklich darüber, dass es das gibt, also so ein Nachtleben hier, weshalb sich die Altstadt-Ausgehzeiten oder die Sperrzeiten immer wieder verändern. Und gerade sind sie bei etwas längerer Ausgehzeit, aber es kann auch sein, dass die wieder gekürzt werden. Also das ist immer sehr ambivalent und da gibt es immer ganz viele Streite und man kann sich da auch wieder engagieren. Aber ich war jetzt lange in Heidelberg. Ich bin auch hier in die Schule gegangen. Ich habe hier mein Abitur gemacht und nach meinem Abi sind meine Eltern weggezogen und dann dachte ich, na gut, wenn meine Eltern wegziehen und das für mich übernehmen, dann kann ich auch hier bleiben, weil die Uni einfach super ist und direkt vor der Tür. Und ich war überrascht, dass man als Student die Stadt nochmal ganz anders kennengelernt hat. Also selbst für Leute, die überlegen, in ihrer Heimat zu bleiben, um zu studieren, weil einfach die Uni so gut ist. Also Freiburg gibt es ja bestimmt auch viele Leute, die sich das überlegen. Dann lohnt es sich eigentlich, das mal auszuprobieren, weil man als Student die Stadt einfach nochmal ganz anders kennenlernt und sich an ganz anderen Orten aufhält und ganz andere Dinge einfach machen kann. Und daher war das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also die Stadt kommt mir manchmal sehr klein vor, aber oft gefällt sie mir auch, weil sie eben richtig, also man kann sie super überblicken. Und das Tolle ist auch, dass Freunde nie weit weg wohnen. Also ich kenne eine Freundin von mir, die ist jetzt nach Berlin gezogen aus Heidelberg und die findet die Distanzen einfach richtig anstrengend, weil sie halt am Wochenende, um eine Freundin zu besuchen, eben mal anderthalb, zwei Stunden fahren muss, um überhaupt anzukommen in dem Stadtteil. Und dann sieht man sich ein paar Stunden und man nimmt den ganzen Weg wieder auf sich. Und das würde einem in Heidelberg ganz sicher nicht passieren. Und vor allem ist das Schöne hier, dass man auch Natur wirklich direkt vor der Tür hat. Also man hat die beiden Berge, man hat den Königsstuhl, wo das Schloss drauf ist, man hat den Heiligen Berg, was gegenüber davon ist. Und da sind überall Wälder, hinten dran sind Felder. Also man kann auch, wenn man laufen geht oder wenn man gerne irgendwie sich in der Natur aufhält und viel spazieren geht, kann man hier auf jeden Fall super fündig werden, was ich halt ganz toll finde, weil das einem auch erlaubt, so ein bisschen aus der Stadt herauszukommen, was ich ganz schön finde. Daher in Heidelberg studieren, das ist nicht die allergrößte Stadt, aber es ist eine richtig süße, schöne Stadt und vor allem für den Bachelor ist es, glaube ich, ganz gut. Wenn man zum allerersten Mal von zu Hause auszieht und wirklich neue Freunde und neue Freundeskreise sucht, dann kann man das in Heidelberg auf jeden Fall super, super machen. Und wenn es einem zu klein wird, kann man ja zum Master einfach woanders hingehen und sich andere Sachen ansehen. Zum nächsten Thema, an der Uni Heidelberg studieren, das ist gar nicht mal so ein einfaches Thema. Ich würde zu allererst
zuallererst mal sagen, dass das für jedes Fach anders ist und für jede Person in den Fächern auch anders ist. Also das, was ich jetzt erzähle, ist vielleicht das, was ich so ein bisschen über mich erzählen kann und über mein Fach erzählen kann. In Mobi speziell, also genau, ich habe mich für molekulare Biotechnologie beworben und das erste Mal, als ich mich beworben habe, wurde ich tatsächlich nicht genommen. Und dann habe ich ein Jahr an der Uni Mathe studiert, weil ich mich einfach um nichts anderes gekümmert hatte. Ich hatte keinen FSJ-Platz oder so und habe deswegen eben ein Jahr Mathe studiert. Und das hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht, aber es war eine sehr gute Überbrückung zu Mobi, weil ich sehr viel gelernt habe. Und dann habe ich mich im zweiten Jahr für Mobi beworben, war in den Auswahlgesprächen, habe alles richtig hinbekommen und bin dann in Mobi reingekommen. Mobi ist im Vergleich zu allen anderen Fächern sehr klein hier. Also es gibt durchaus deutlich kleinere Fächer, also Biochemie zum Beispiel haben irgendwie 15 Leute oder 20 Leute pro Jahrgang und wir haben ungefähr 100 Personen pro Jahr. Und dadurch sind wir ein sehr kleiner und sehr familiärer Studiengang, was ich wirklich super finde. Also man hilft sich wirklich, die höheren Semester versuchen einem wirklich zu helfen. Man hat so ein Mentoring-Programm, wo man so ein bisschen begleitet wird von einem höheren Semester und man hat wirklich dieses Gefühl, dass man dann in eine Familie aufgenommen wird. Also auch später, wenn man Praktika sucht oder wenn man irgendwo anders hingeht, kann man eigentlich immer Mobis aus dem höheren Semester ansprechen und überhaupt keiner findet was komisch. Also die Leute sind total offen und versuchen wirklich, sich füreinander einzusetzen. Und das macht auch ein unheimlich vernetztes Fach. Also dadurch hat man das Gefühl, dass man auch ein richtiges Netzwerk aufbaut und so eben viel in Kontakt bleiben kann mit anderen Leuten. Es führt allerdings auch dazu, dass man im Bachelor ist man in einer sehr engen Gruppe und diese Gruppe löst sich eigentlich im Master sehr schnell auf. Also alle fangen an, sich auf der Welt zu verbreiten und machen überall Praktika und so die Freundesgruppen, die man dann typischerweise im Bachelor hatte, verteilen sich so ein bisschen im Master, was ich sehr schade finde. Und man muss sich halt, vor allem wenn man ein bisschen mehr hier bleibt, dann auch echt überlegen, mit wem man zu tun hat und ob man neue Freundeskreise auch außerhalb des Studiengangs aufbauen möchte. Und also meine Erfahrung ist, es war sehr interessant, mit Mobi anzufangen. Also Mobi, wenn man es gewohnt ist, aus der Schule so eine der Besten zu sein und eine der, war jetzt, ich war definitiv nicht eine der Coolsten, aber ich war jemand, der es in der Schule eigentlich immer leicht hat. Ich hatte zwar Phasen, wo ich mich sehr stark anstrengen musste, aber ab einem gewissen Punkt sehr viel Spaß am Lernen selbst gefunden. Und das hat es mir halt eben einfach leicht gemacht, ein schönes Schulleben oder zumindest bezüglich meiner Noten zu haben. Ich war jetzt zwingend nicht die Allercoolste oder sowas, aber ich hatte sehr viele Freundeskreise außerhalb von der Schule, weil ich sehr viel Sport gemacht habe und weil ich sehr viele andere Leute einfach immer wieder kennengelernt habe. Deswegen war ich immer so eine der Personen, die halt am schnellsten war und viel gemacht hat und sich sehr viel zugetraut hat. Und wenn man erstmal in so einen Studiengang reinkommt, wo die Leute halt alle so ausgesucht sind, dann sind alle so. Und es ist wirklich gar nicht mal so einfach für das Selbstbewusstsein, sich da seinen Platz und Ort zu suchen. Wir haben speziell auch von der Uni sehr viel transportiert bekommen, dass wir an der Elite-Uni sind und dass wir die Besten sind und dass wir auf jeden Fall Praktikum bekommen und dass uns dann jeder später haben möchte und so. Und ich würde sagen, dass das oft auch die Wahrheit ist. Also Mobi hat auf dem Campus schon einen Ruf und man kann wirklich immer mal wieder, wenn man sich auf Praktika bewirbt, sind die Leute so, oh, du bist Mobi, okay, ja, dich nehmen wir gerne. Das passiert also schon sehr häufig, das stimmt, aber das verursacht auch bei gewissen Persönlichkeiten eben eine gewisse Arroganz, dass die halt sagen, okay, ich bin hier in einem Elite-Studiengang an einer Elite-Uni und ich bin super cool und auch dieses Gefühl, immer wieder gesagt zu bekommen, ihr seid die Besten, ihr seid die Elite und so weiter, das ist zwar ganz toll, aber das übt sehr viel Druck aus. Also ich hatte lange Zeit in meinem Bachelorstudium das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Witzigerweise war mein erstes Jahr sogar richtig gut. Also ich habe mich in dem ersten Jahr richtig wohl gefühlt, vor allem, weil ich halt das Jahr Mathe vorher studiert hatte und dann auch eine Ahnung davon hatte, wie so ein Studium ist und wie es sich anfühlt, nichts zu wissen und wie es sich anfühlt, nichts zu verstehen in der Vorlesung. Das war ein richtig toller Vorteil und vor allem das erste Jahr ist super viel Grundlagen und ich fand das total cool, so einfach breit sich die Sachen anzusehen, Physik zu haben, Mathe zu haben, Bio zu haben, Chemie zu haben. Das war einfach richtig toll. Und ab dem dritten Semester wurde es deutlich spezifischer und das fand ich auch richtig cool. Also es gab ein paar Vorlesungen, die ich richtig toll fand, aber dann habe ich gemerkt, dass es ganz in der Klausur nicht darum ging, den Stoff zwingend sehr gut zu verstehen, sondern es ging oft darum, wie gut man ihn auswendig kann. Und ich hasse auswendig lernen und ich mache es super ungern und kann es deswegen auch nicht so wahnsinnig gut, weil ich jemand bin, der einfach sehr stark auf Verständnis lernt. Ich glaube, als ich gemerkt habe, dass diese Leistungsabfragen mehr damit zu tun hatten, wie gut man die Sachen halt auswendig kann und nicht wie gut man sie verstanden hat, hat das mich auf jeden Fall sehr stark desillusioniert und sehr stark enttäuscht und hat einen sehr tiefen Kratzer hinterlassen, vor allem, weil ich gemerkt habe, so viele Leute kommen damit richtig gut klar und werden halt immer besser und sehen halt immer mehr Verbindungen und ich habe mich dann so abgelehnt
abgehangen gefühlt und so richtig schlecht einfach. Und im vierten Semester hatte ich sowieso eine sehr schlechte Erfahrung, also hatten wir physikalische Chemie und an sich fand ich physikalische Chemie super interessant, aber das war halt zusammen mit ganz vielen anderen Klausuren super schwer darauf zu lernen und da bin ich halt zwei Klausuren durchgefallen und sollte das über den Sommer nachschreiben, aber in dem Sommer mussten wir natürlich ein Industriepraktikum machen, das heißt, ich habe den ganzen Tag im Labor gearbeitet und habe dann halt abends und nachts gelernt und am Wochenende gelernt und das ging dann halt in meinen Semesterferien so, das heißt, ganze 11 Wochen oder sowas habe ich nur das gemacht und ich war so verbrannt und kaputt nach diesem Sommer und bin so ins fünfte Semester gestartet. Das war also einfach eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung und ich habe mich dann auch entschlossen, ein halbes Jahr länger zu studieren, also ein Semester länger zu machen und es war im Endeffekt auch wirklich die allerbeste Entscheidung, weil ich dann mein fünftes Semester ein bisschen entschlacken konnte und ein bisschen sagen konnte, okay, ich belaste mich einfach mal nicht so sehr und habe dafür deutlich mehr Zeit, mich mit dem Stoff zu beschäftigen und deutlich mehr Zeit, einfach die Sachen anzugucken und die Sachen zu machen und wirklich das Fach zu lernen und das war eine unheimlich gute Erfahrung. Also sich selbst zu entschleunigen und einfach zu sagen, okay, mein Tempo ist vielleicht einfach nicht das Tempo anderer, weil ich anders lerne und anders Sachen mache und auch ein anderer Typ bin, das ist vollkommen okay, das zu realisieren und zu sagen, okay, ich bin halt einfach ein anderer Typ und muss es irgendwie anders machen. Meine Stärke liegt einfach darin, Wissenschaft zu kommunizieren. Ich kann super tolle Vorträge halten, ich kann super gut sehr komplizierte Sachverhalte nehmen und die runterbrechen, dass sie jeder verstehen kann und ich kann das grafisch darstellen, ich kann das richtig gut und das sind meine Stärken und das ist auch irgendwas, worauf ich sehr stolz bin und es hat aber lange gedauert, das einfach einzusehen und zu sagen, okay, ich bin nicht die beste Auswendiglernmaschine auf dieser Erde und es gibt an den meisten Unis wahrscheinlich eine psychologische Beratung und da war ich auch und hatte viele Termine, lange Zeit und habe das wirklich durchgearbeitet und ich finde, dass das etwas ist, was vielleicht die Uni Heidelberg doch ein bisschen zu krass macht. Also die versuchen sich schon sehr stark auf ihren Ruf zurückzuziehen und schon sehr stark zu sagen, okay, wir sind eine Elite-Uni, wir sind die Besten. Und in dieser kleinen Welt, weil das ist wirklich so eine richtig kleine Blase, in der man dann lebt. Und in der sind eben alle die Besten und die sind eben alle super gut und das gibt dir halt oft das Gefühl, dass du super schlecht bist, weil du so ein ganz kleiner Mini-Teil von so einer riesigen Blase bist. Und da fand ich es unheimlich hilfreich, Praktika außerhalb von Heidelberg zu machen. Also zu sagen, okay, ich gehe in die Industrie, ich gehe in einen ganz anderen Bereich, ich gehe nicht ins Labor, sondern ich gucke mir andere Sachen an, andere Berufsfelder an. Und das war wirklich toll und eine super Erfahrung, weil ich dann erstmal gemerkt habe, wie stark ich bin und wie viel Kompetenz ich durch dieses Bachelorstudium bekommen habe und wie viel ich auch gelernt habe. Was unheimlich gut war, das zu erfahren. Und das konnte ich gefühlt nur außerhalb von der Uni erfahren, weil man einfach in diesem kleinen Universum so ein winziger Teil ist und wenn man mal rausgeht, merkt man erstmal, was man alles gemacht hat und was man alles geleistet hat. Und das finde ich ist ein Punkt, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist an der Uni Heidelberg, aber andererseits sorgt sie auch wirklich dafür, dass man sehr viel lernt. Also ich habe zwar einen super vollen Stundenplan gehabt im Bachelor und es war super verschult und ich glaube auch nicht, dass es darauf ausgelegt ist, dass man danach alles noch weiß, was man gemacht hat. Also es ist einfach nicht möglich, wenn du so viele Klausuren im Semester schreibst, aber dieser Druck immer wieder zu leisten zu müssen und immer wieder alles Mögliche in sich reinzuholen, hat mich sehr, sehr schnell gemacht, hat mich super ruhig gemacht in Drucksituationen. Also ich glaube, sobald Stress aufkommt, werde ich immer ruhiger, anstatt dass ich mich immer mehr über die Sachen aufrege. Und man wird einfach sehr, sehr, sehr stark kompetent dadurch. Und ich glaube, das ist irgendwas, was die Uni einem doch irgendwo mitgibt. Und auch dieser Grad, dass man überhaupt nicht mehr so überfordert ist und man in der echten Welt einfach ein bisschen besser durchs Leben gehen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Punkt natürlich. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich das jetzt so habe und dass ich mich auch so fühle und dass ich eben dieses Selbstbewusstsein jetzt auch entwickelt habe, zu sagen, okay, ich habe das wirklich, ich bin wirklich schlau, ich bin intelligent und ich kann das alles gut machen. Nur leider konnte ich das erst realisieren, als ich außerhalb dieser Blase war und mir das von einer anderen Perspektive angesehen habe, was halt sehr, sehr schade ist. Also würde ich es empfehlen, an der Uni Heidelberg zu studieren? Ja, ich glaube nämlich auch allein, dass der Name viel ausmacht, vor allem, wenn man in bestimmte Forschungs- und akademische Bereiche reingehen möchte, wenn man in die Industrie gehen möchte, weiß ich nicht wirklich, wie es ausschlaggebend das ist. Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, manche Arbeitgeber gucken einfach drauf und manche gucken nicht wirklich drauf. Und es ist zwar eine große Drucksituation und man muss wirklich viel machen, aber man wird dadurch wirklich sehr schlau. Und eine andere Sache, um auch wieder ein bisschen zu motivieren, man gewöhnt sich an alles. Also ich war, glaube ich, dann in den Zeiten, wo wir Praktika hatten und wirklich von 8 bis 13 Uhr Vorlesung, von 13 bis 18 Uhr Praktikum und dann noch irgendwie nacharbeiten. In den Zeiten war ich wirklich, also sehr überanstrengend und sehr übermüdet und habe auch nicht alles so geschafft, wie ich es schaffen wollte eigentlich und habe es trotzdem im Endeffekt im großen Bild irgendwie doch hinbekommen. Aber man gewöhnt sich dran. Also irgendwann war das halt die zweite Natur, dass es so ist. Und es hat sich überhaupt nicht mehr so angefühlt, dass man den ganzen Tag in der Uni ist und alles so schlimm ist. Also man gewöhnt sich
wirklich an jede Herausforderung, die einem entgegenkommt. Und das möchte ich euch halt wirklich mitgeben. Also was ich jetzt oft gehört habe, dass man halt sehr stark Angst davor hat, eben so ein anspruchsvolles Studium zu machen und Angst davor hat, dass das Leben sich nur noch um die Uni kursiert. Und ich denke, das ist zu einem gewissen Grad dann schon so, auf jeden Fall. Und ihr werdet Phasen haben, wo es auf jeden Fall so ist. Aber ich finde das nicht verkehrt. Also dann habt ihr eben eine Phase, wo es sich wahnsinnig nur um die Uni dreht. Aber wenn ihr dann mal Semesterferien habt, habt ihr Semesterferien. Und dann geht ihr in Urlaub. Und dann macht ihr einfach Entspannung. Und dann dreht es sich nur noch um euch. Und ich glaube, auch 3 Jahre seines Lebens, wenn wir jetzt höchstwahrscheinlich alle 70 bis 80 Jahre alt werden, kann man damit verbringen, sich mal wirklich reinzuhängen. Vor allem, wenn es einem so viel bringt und man danach so viel mitnimmt. So, das möchte ich nochmal sagen. Das waren jetzt meine Erfahrungen mit der Uni und auch die von vielen Freunden von mir und wie es denen ging in dem ganzen Studiengang. Es gibt durchaus viele fehlerhafte Sachen, aber ich glaube, nichts, was man studieren kann, ist 100% ganz toll. Und vor allem, je länger man studiert oder je länger man in genau einem Fach drin sitzt, desto tiefer geht man immer in die Materie. Und ab einem gewissen Punkt ist es echt schwierig, dann da noch die Motivation zu finden, wenn man vorher nur Biologie gesehen hat und dann irgendwann sich mit einem ganz kleinen, winzigen Molekül beschäftigt und guckt, wo sich das hinbewegt. Aber ich würde das Studium auf jeden Fall an der Uni Heidelberg empfehlen. Ich kann auch Mobi allen empfehlen. Das Schöne nämlich an dem Studiengang ist einfach Kameradschaftlichkeit. Also man lernt wahnsinnig viel. Man kommt mit richtig viel Kompetenz raus und man kann mit allen möglichen unterschiedlichen Wissenschaftlern sprechen, was ich glaube ich am coolsten finde. Man kann wirklich einfach mit allen reden und sie verstehen einen und man versteht die Probleme. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Ding von den Mobis. Aber es ist auch nicht alles super schön und es wird auch nicht immer super einfach sein und man wird seine Phasen haben, wo man ernsthaft an sich zweifelt, wo man ernsthaft denkt, dass man nicht gut genug ist. Und ich finde das aber auch eine sehr gute Lebenserfahrung, da durchzupushen und am Ende rauszukommen und zu sagen, ich habe es geschafft. Geil. Also, ich hoffe, das Video war einigermaßen interessant für euch. Ich saß jetzt einfach hier. Es ist das erste Video, wo ich mir kein Konzept richtig geschrieben habe. Deswegen hoffe ich, dass ihr es interessant fandet. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr so von dem Thema haltet, wo ihr studiert vielleicht und wie eure Uni so ist und ob es da ganz andere Zustände gibt oder ob es da ähnlich ist. Das würde mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, Videoideen, dann lasst mich das immer gerne wissen. Ich bin super offen zu hören, was ihr alles so für Ideen habt und Anregungen habt. Dann sehen wir uns in den kommenden Wochen mehrmals, da ich ja eine kleine Ersti-Reihe machen möchte für euch und ich hoffe, dass ihr da viel Spaß mit habt. Dann bis bald.